Seit Beginn der Krimiserie Ein Fall für zwei hat Klaus-Theo Gärtner den Frankfurter Privatdetektiv Josef Matula verkörpert. Mehr als 30 Jahre sind seither vergangen und nun heißt es Abschied nehmen. Odeon TV mit Sitz in Wiesbaden dreht derzeit die 300. und letzte Folge des ZDF-Dauerbrenners. Bereuen Sie Ihre Entscheidung aufzuhören? Nein, nein. Warum soll ich die bereuen? Ich habe ja was vor, worauf ich mich freue, also habe ich nichts zu bereuen. Was haben Sie denn konkret vor? Wenn ich hier fertig bin, werde ich mit meiner Frau eine längere Reise machen. Das heißt, wir machen eine Weltreise. Haben uns einen LKW Wohnmobil gekauft, ein 12,5 Tonner Wohnmobil. Und damit wollen wir ein Jahr oder länger halt über Argentinien nach Mittelamerika, durch Amerika nach Alaska. Vorher versucht Gärtner als Matula aber noch seinen letzten Kriminalfall zu lösen. Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing alias Paul Frielinghaus, mit dem Matula seit Folge 182 zusammenarbeitet, steht unter Verdacht, einen Richter getötet zu haben. Heute um 4 in der Kantine. Lessing selbst hat keine Erinnerung, fühlt sich aber schuldig. Matula sucht den wahren Täter und gerät dabei mit Lessing in tödliche Gefahr. Wie hört Matula auf? Was für ein Ende nimmt er? Das wird hier noch nicht verraten. Bleiben Sie lebendig? Das wird auch nicht verraten. Mit welcher Stimmung gehen Sie auf die letzten Drehtage zu? Mit einer sehr guten Stimmung. Also ich muss sagen, ich hatte schon vor Klaus-Theo den Wunsch geäußert, aufzuhören, weil ich mich einfach künstlerisch verändern möchte, weil ich auch wieder andere Rollen spielen möchte. Und wir haben uns dann länger überlegt, wie lange wir das noch machen. Klaus-Theo hat mich gebeten, noch bis zur 300. durchzuhalten, weil das natürlich eine tolle Zahl ist, auf die man auch wirklich stolz sein kann. Und ich werde die Menschen vermissen, mit denen ich hier gearbeitet habe, weil das sind ganz tolle Menschen, ein tolles Team. Die beiden sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Das ist jetzt mein 7. Fall und es ist der letzte, den es in der TV-Geschichte gibt. Und insofern ist es wirklich eine total große Ehre, dass ich das machen kann. Ja, schon noch ein bisschen traurig auf jeden Fall, weil 15 Jahre war ich unregelmäßig, regelmäßig dabei, habe viele Fälle gemacht. Und irgendwie fehlt mir da ein bisschen was. Zum Beispiel mit meiner Maskenbildnerin bin ich seit 23 Jahren zusammen. Das heißt, wir arbeiten seit 23 Jahren zusammen. Die habe ich öfter gesehen als meine Ehefrau. Und diese Familie, die werde ich schon vermissen. Sehr traurig. Doch, kann ich nicht anders sagen. Aber es geht auch eine Ära zu Ende, auf jeden Fall. Folge 300 wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 ausgestrahlt. Für den Zuschauer ist es also ein Abschied auf Raten. Odeon TV plant übrigens, das Krimi-Format fortzusetzen und arbeitet an Konzepten für einen Neustart.